Zebra Vision wird Ihnen präsentiert von Schauinslandreisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren. Vom Reservisten zum unverzichtbaren Schlüsselspieler. So könnte Martin Daus Wechsel von Union Berlin zum MSV zusammengefasst werden. Seit Januar 2015 räumt er das Duisburger Mittelfeld auf. 5 Tore und 5 Vorlagen schoss Dauschi in 16 Spielen der vergangenen Saison. Heute haben Jens Thiem vom Fanclub Innenhafen und Andreas Rüttgers von Schauinslandreisen die Möglichkeit, dem Topspieler mal ein wenig auf den Zahn zu fühlen. So, ihr habt jetzt gerade schon ordentlich gequatscht, habe ich gesehen. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Fragen übergelassen. Wer möchte anfangen? Ja, was mich natürlich besonders interessiert, wie so dein Musikgeschmack ist. Was hörst du privat eigentlich für Musik? Ja, querbeet. Ich höre vor den Spielen, höre ich gern Böse Onkels. Sonst höre ich gern Radio. Also nichts Besonderes. Lieber was eher Deutsch. Nach Siegen höre ich ganz gern Schlager. Oder wenn es so zum Feiern geht, bin ich auch eher der Schlagermensch und sonst, ja, gern Radio. Also du bist so der, der auf Steckbriefen bei Musikgeschmack immer so alles reinschreibt? Ja, alles und noch mehr. Okay. Ich habe euch ja im Trainingslager erlebt, wie ihr auch abends zusammen gesessen habt und auch zusammen gesungen habt und ich die Atmosphäre als ziemlich positiv wahrgenommen habe. Ist das generell bei Fußballmannschaften so, dass dadurch, wenn man so viel Zeit verbringt, man eigentlich eine gute Atmosphäre hat? Oder ist die Atmosphäre in der Mannschaft, so wie ich das wahrgenommen habe, wirklich was Besonderes? Ja, das ist schwierig so zu sagen. Es ist schon was Besonderes. Also das gibt es nicht überall, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, dass hier dass extrem viele Leute miteinander was anfangen können. Also das hatte ich schon anders, dass das nicht so war. Eben, wie du sagst, wenn man im Trainingslager gemeinsam sitzt, dann sind da nicht nur 5, 6, sondern da sitzen da einfach 10, 15 Mann und singen gemeinsam und haben gemeinsam Spaß. Ich glaube, das ist schon was uns auch letztes Jahr so weit nach vorne gebracht hat, dass wir eine Mannschaft sind, dass wir auch gemeinsam Sachen gut machen können. In der Mannschaft, gibt es da Spieler, Mitspieler, mit denen du auch privat was machst? Und wenn ja, wer sind diese Spieler? Ja, also ich mache recht viel mit Kevin Wolze, mit Dennis Grote, mit Matze Kühne, mit Nico Klotz, aber... Was macht ihr dann da? Ja, man sitzt zusammen, man spielt gemeinsam Playstation oder ist das alles nicht ganz so einfach, wenn man 2 Kinder zu Hause hat. Ist die Zeit ein bisschen knapp bemessen, um was gemeinsam zu machen. Aber man versucht einfach dann schon irgendwie mal Zeiten zu finden, wo man auch in der Gruppe was machen kann. Du hast gerade deine Kinder erwähnt. Wir wissen ja aus Berlin, dass du mit deinem jüngsten Sohn eine Geschichte hast, die in Berlin halt auch ziemlich groß von den Fans mitgenommen wurde. Hier in Duisburg ist das noch gar nicht so angekommen. Magst du vielleicht dazu mal was sagen? Ja, mein Sohn Luca hat einen Gendefekt, der ist von Geburt an. Der heißt Aniridie. Wissen so nicht so viele drüber. Seitdem ich das in Berlin groß gemacht habe, ist das schon ein bisschen mehr im Begriff geworden. Und zwar ihm fehlt die Augenfarbe. Also er hat einfach nur eine Iris auf beiden Augen. Das äußert sich daher, dass er nicht so gut sieht wie andere Menschen. Also er sieht alles so, wie wir auch sind, eben nur kleiner. Die meisten haben eigentlich immer eine Sonnenbrille auf. Also jetzt halt hier zu stehen ohne eine Brille wäre bei den meisten Patienten nicht möglich. Luca stört die Sonne jetzt nicht so. Er muss praktisch nur eine normale Brille tragen, um die UV-Strahlen abzuschirmen, weil da ist die Iris dafür zuständig. Geht es Luca soweit ganz gut, also er entwickelt sich ganz normal, er kann alles machen, er geht ganz normal in den Kindergarten. Ist das schwierig, wenn das Privatleben manchmal so sehr in der Öffentlichkeit steht? Also ich finde jetzt gerade in Bezug auf Luca war das schon eine Diskussion zu Hause, ob wir das machen sollen oder nicht. Aber das war auf jeden Fall der richtige Schritt, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, weil es einfach diese Krankheit so wenig erforscht einfach ist, weil es so wenig drüber Wissen darüber gibt und das einfach so wichtig ist, dass man da
forscht und dass man da einfach Dinge in Erfahrung bringt, weil gerade diese Krankheit ist so komplex und so unterschiedlich. Also das eine ADHD-Kind hat nicht das gleiche wie das andere. Also das kann man nicht unter einen Hut kämmen, wie jetzt zum Beispiel Luca nicht blendeempfindlich ist. So ist das sehr, sehr schwierig und ist das einfach wichtig, dass man darüber bekannt macht und dass man darüber noch mehr forscht. Jetzt zum Beispiel die Forschung, was man da jetzt hat mit den Spendengeldern von Union Berlin gemacht haben. Das in Homburg ist das eine Ärztin, die deutschlandweit die Beste ist in dem Bereich und die hat jetzt eben angefangen zu forschen mit diesem Geld und hat jetzt schon die ersten Erfolge feiern können und das ist einfach so extrem wichtig. Das wäre jetzt ohne dass ich da jetzt nicht an die Öffentlichkeit gegangen wäre das wahrscheinlich so in dem Maße nicht möglich gewesen. Du bist ja schon ein Kämpfertyp. Ich glaube, das hat jeder ganz, ganz schnell in Duisburg mitbekommen. Das ist ja auch das, was die Duisburger lieben. Und ich erinnere mich an eine Szene, als ihr in Dortmund 0-1 zurückgelegen habt und ihr den Ausgleich geschossen hast. Und es war, glaube ich, erst irgendwie die 20. Minute oder sowas. Und du bist ins Tor gerannt, hast den Ball rausgeholt, wieder zur Mittellinie getragen, was zu dem frühen Zeitpunkt meist nicht der Fall ist, sondern erst in der 90. Minute. Aber das war für viele, glaube ich, so ein Weckruf. Das war für mich so das Highlight der Saison. Gab es für dich auch irgendein Highlight der vergangenen Saison? Eigentlich war die komplette Rückrunde für mich ein absolutes Highlight. Es war nicht einfach, den Schritt hierher zu machen, von der zweiten Liga zurück in die dritte. Aber ich habe den keine Sekunde bereut, den Schritt, weil ich einfach hier auch super gut aufgenommen worden bin. Vom ersten Tag im Trainingslager war ich einfach ein Teil dieser Mannschaft und ja, hat einfach richtig Spaß gemacht, das komplette halbe Jahr. Und jetzt auch in der zweiten Liga, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist bisher, aber trotzdem. Ja. Apropos letzte Saison. Ihr habt nämlich noch was mit dabei. Ja, Martin, wir haben ja in den letzten Wochen gemeinsam mit Schau ins Land eine Abstimmung durchgeführt. Wir, das ist der Fanclub Innenhafen und das Innenhafenportal, und haben aufgerufen zur Abstimmung zum Spieler der Saison 2014-2015. Es haben knapp 2000 User abgestimmt und mit über 25% bist du zum Spieler der Saison 2014-2015 gewählt worden. Ich möchte dir im Namen aller, die abgestimmt haben, diese Urkunde überreichen. Dankeschön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das macht wahrscheinlich sehr stolz, oder? Ja, das freut mich natürlich riesig, dass mich so viele gewählt haben. Und ja, das kriegt auf jeden Fall einen Ehrenplatz bei mir zu Hause. Und kann ich nur vielen Dank sagen an alle, die für mich gestimmt haben. Und Dankeschön, ja. Zebravision wird Ihnen präsentiert von Schau ins Land Reisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren.